Wachheiten zu Waschensee. Und hier ist die nächste. Da ist die nächste. Und da hinten in der Ecke ist auch die nächste. Bäh. Ich hasse das so sehr, wirklich. Das ganze Zelt ist voll geschleimt, ist voll geschissen. Auf den Taschen, hier auf den Koffern, auf Tyrions Gurt und überall sind Schnecken. Echt diese widerlichen braunen Viecher. Das ist echt super eklig. Echt, da fragt man sich ja auch, was haben die millionenfach für eine Daseinsberechtigung auf so einer Wiese? Naja, vielleicht sind es die ganzen Arschkriecher dieser Welt, die dann als schleimige braune Schnecken zur Welt kommen. Hoffentlich. So, das ist jetzt ein sehr besonderer Moment für mich. Das zweite Mal, seit ich mit Trees of Memory unterwegs bin. Letztes Jahr war es in Görlitz so weit, als ich über die Grenze nach Polen bin. Und jetzt überschreite ich die Grenze nach Österreich, die hier mittig des Inns verläuft. Drei, zwei, eins. Willkommen in der Republik Österreich. Es gibt wirklich Momente, die sind total bereichernd und einfach schön, und das war jetzt so einer. Hier von der Pächterin eingeladen zu werden zum Frühstück und jetzt einfach eine Stunde lang ein total intensives und schönes Gespräch gehabt zu haben und es so eine Minute nach Grenzübertritt, das ist echt toll. Vielen, vielen Dank dafür. Wieder ein kleiner städtischer Blick in Braunau. Das ist übrigens die Geburtsstadt Hitlers. Braunau stellt mich echt vor Herausforderungen. Ich komme hier nicht an den Ratten. Irgendwie, der eine sagt, da geht's irgendwie Treppen runter. Der andere sagt, da geht's keine Treppen runter. Das Navi leitet mich über Treppen runter. Und gibt's das Radweg an? Das ist echt, ich kotze jetzt schon. Kein Wunder, schaut man ungläubig auf die Karte und denkt sich, sind die jetzt verrückt geworden? Und das hier findet man auch erst, nachdem es mir erklärt wurde. Das ist also der Radweg zum Inn. So, jetzt bin ich von Braunau aus zum einzigen Campingplatz weit und breit gefahren.
4 Kilometer entfernt. Und das hier ist der Campingplatz. Ja, also das ist nicht nur die Zeltwiese, sondern das ist der Campingplatz. Also alles. Und hier gibt es dann noch Stellflächen für Wohnmobile. Und hier sieht man so einen Truck. Und ja, das ist jetzt die Zeltwiese. Die teile ich mir mit einem Tiroler.